Wir sind kein Team. Oh, hä? Willkommen zu einer Runde Bed Wars und ja, nochmal kurz davor, ich möchte in der Lobby nochmal was ansagen, mit dabei ist der Z-Hype. Hi. Oh, wir sind jetzt auch in der Runde. Mit dabei ist, wie gesagt, der Z-Hype. Ja, moin. Das war eben mal so ein kleiner Prank am Rande. Jo, Grüße an Cracks oder Cracks, keine Ahnung, die gucken mich ja auch, ich kenne die ja. So, und nice. Und so, heute ist halt das Thema Schule bzw. Berufung. Berufung, vor allem Beruf. Es gibt ja viele Leute in meinem Alter, die hier zuschauen, sicherlich mal überdurchschnittlich. Und die Leute wissen halt vielleicht noch nicht, was sie später machen wollen. Ich kann euch mal meine Stellungnahme dazu so ein bisschen geben. Und zwar ist es bei mir so, ich bin jetzt in der 9. Klasse, komme in die 10. habe bereits ein Betriebspraktikum hinter mir. Das ist für die, die es nicht wissen, was es ist, weil die irgendwie in einem anderen Planeten leben, keine Ahnung. Die sind so, na ich sag mal, das ist so eine Art Praktikum. Ihr wisst vielleicht, was ein Praktikum ist. Da macht man eine Testphase in einem Betrieb und muss einen Bericht drüber schreiben. Das wird auch noch spaßig. Auf jeden Fall habe ich das hinter mir. Das ist bei uns in Hessen Standard in der 9. Klasse. Und ja, für die, die das noch nicht gemacht haben, ich würde es euch ins Herz legen, wirklich, weil das sich echt lohnt. Ich weiß nicht, hast du schon mal sowas gemacht? Ja klar, Digga. Letztes Jahr und dieses Jahr. Ah, da hast du ja was erzählt, stimmt ja. Ja. Ja genau, also bei mir war das halt im pädagogischen Bereich, obwohl ich nichts damit zu tun haben möchte mit Pädagogik oder so später, aber trotzdem, ich mein Betriebspraktikum, was noch durch die Schule angeleitet wird, ist ja noch nicht relevant fürs spätere Leben, aber wenn man dann später eine Bewerbung schreibt, kann man eben auch dazu schreiben, ja, ich war bei Bräuninger, was weiß ich, oder irgendwie so, Bräuninger, schlechtes Beispiel. So, auf jeden Fall habe ich mir mal wieder gedacht, ich nehme mit Hype was auf, weil ich wollte eigentlich alleine aufnehmen und dann habe ich so gedacht, okay, können wir machen und dann habe ich es gemacht und dann gegessen. So. Und den einen haben wir, ich hab den anderen noch natürlich extra gelassen. Ja. War gar nicht aus Versehen. Und nochmal jetzt, ich hab ja extra mit Beruf angefangen, weil das dann eine gute Überleitung sein kann. Und zwar sollte man ja bekannterweise das wählen, was man halt auch später als spaßig empfindet, sag ich mal. Und bei mir ist es halt so, ich möchte irgendwas in Richtung Sprache machen, ja. Sprachen liegen ja einfach. Und die meisten heutzutage sagen halt, dass sie, was weiß ich, IT... Bereich lernen möchten und ich finde, das ist gar nicht mal so eine dumme Idee. Ich habe da letztens auch mit Venom drüber geredet, das ist nämlich und mit Hype auch, glaube ich. Es wird immer wichtiger im Berufsleben eben auch in Richtung IT zu gehen, da man alles braucht später. Also es wird ja alles digitalisiert und irgendwann kommt halt irgendwie alles mit Computern zustande, glaube ich. Und deswegen, Leute, wenn ihr gut mit IT seid, macht da was draus, weil das wird nochmal später wichtig sein. Was, bist du gut mit IT? Ich kann das gar nicht. Nee, also so Informatik oder so. Hast du Informatik in der Schule als Angebot? Ja, aber die meisten Lehrer, also das fällt dieses Jahr komplett aus, weil der Lehrer einfach nicht da ist, beziehungsweise krank ist. Von daher, ja, ne? Ja, also bei mir ist es eben so, ich habe Spanisch anstatt Informatik gewählt, weil ich einfach Spanisch lernen wollte. Aber Informatik wird halt viel wichtiger sein, als Spanisch zu lernen. Also das ist so meine Meinung dazu. Und jetzt kommen wir auch schon zum Thema Schule, wo wir eben auch über Fächer geredet haben. Und Leute sind so Zombies manchmal, ne? So Zombies hinter mir. Na klar, Digga. Ich weiß nicht, ich bin jetzt komplett 100, wenn ich hinter dir. Jo. So, und zwar ist es ja so, dass man sich eigentlich 100% auf die Schule konzentrieren soll. Und ich bin jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel mit Platz 1 monatlich, I know. Aber ich kann euch sagen, ich bin relativ gut in der Schule mit einem Zweierschnitt. Und, deswegen braucht man sich da keine Sorgen zu machen, sag ich mal. Aber viele vernachlässigen Schule für Bed Wars, was jetzt eigentlich meiner Meinung nach ziemlich dumm ist, denn Schule ist das, was euch später indirekt das Geld einbringt, sag ich mal. Also wenn ihr gut in der Schule seid, werdet ihr mehr Geld verdienen und auch wohlhabender sein. Und wer möchte schon auf der Straße landen oder whatever, weil er halt den ganzen Tag BW gezockt hat. So, das kann halt vielleicht mal sein, weil jemand vielleicht nichts gemacht hat. Ich kenne einen, der hat eine Mutter und die Mutter hat einen Sohn, einen größeren, sag ich mal. Und der war bis zum 20. Lebensjahr im Keller und hat halt Minecraft gezockt. Und sowas sollte man eben mal nicht machen. Ja, die Person kann sich angesprochen fühlen, das guckt mich sogar, das ist ein bisschen lustig jetzt gerade. Wir haben ja schon mal drüber geredet, Grüße. Und man sollte einfach sich klar werden lassen, sag ich mal, weiß nicht, ob das richtiges Deutsch war, glaube schon, dass Schule wirklich vorgeht, egal was ist, ich meine, ich habe jetzt auch 1000 Spiele in einem Monat knapp gemacht. Das ist auch schon extrem viel, aber man muss es halt so bedenken. Ich habe auch mal ein paar Nächte durchgemacht am Wochenende und ich wollte ja auch Platz 1 sein.
Aber wenn man halt, solange es halt in der Schule läuft, sag ich mal, ist ja alles besser. Oh, lol, da ist einer oben. Jo, jo, hab ich schon gesehen. Ja, ich hab ihn. Oh. Easy. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr könnt mal unten in die Kommentare schreiben, auf welcher Schulform ihr seid. Seid bitte ehrlich, also wenn ihr Hauptschule, die Hauptschule besucht, sag ich mal, seid mal ehrlich, weil mich würde es einfach mal wirklich interessieren. Ich mache auch eine Infokarte oben, ihr könnt abstimmen. Und bitte, wie gesagt, ehrlich sein, mich würde das voll interessieren mal, was so meine Zuschauer für Schulformen besuchen. Ich besuche zum Beispiel das Gymnasium. Das hessische Gymnasium ist relativ locker. Jetzt bayerisches Gymnasium zum Beispiel ist extrem streng, sag ich mal. Da kannst du ja bestimmt was zu sagen. Ich gehe nicht aufs Gymnasium, ich gehe auf die Realschule. Ja, ich weiß, aber die Schulform meine ich jetzt generell. Wie gesagt, in Bayern ist ja das schwerste Schulsystem, von daher ist es halt ein bisschen anders. Wir haben auch zweimal Nachmittag, also manche haben zum Beispiel gar nicht Nachmittag oder einmal Nachmittag, was an sich nicht so schlimm ist, aber ja, es kann halt schon ab und zu nervend, wenn man länger Schule hat, aber sonst geht's eigentlich, ja, man lernt also ja was dazu. Also bei uns gibt es halt G8 und G9, Gymnasium 8 Jahre und Gymnasium 9 Jahre und ich bin halt leider in G8, da kann man nämlich, mit G9 kann man nämlich bis zur 13. Klasse spielen, wollte ich gerade sagen, oh Gott, weitermachen, sage ich mal, hat eben keinen Nachmittagsunterricht, weniger Hausaufgaben und den Stoff auf ein Jahr mehr verteilt, das finde ich relativ gut, also Leute, wenn ihr irgendwen habt, als Freunde oder so und die wissen nicht, wo sie drauf gehen, sagt den G9, egal ob sie ein Jahr mehr in die 13. noch gehen müssen, wenn sie aufs Gymi gehen wollen. Kann ja auch sein, dass sie auf Real oder Haupt gehen wollen oder Sonderschule gibt es ja auch. Aber ich würde einfach G9 nehmen. Ich bereue es auch sehr, dass ich ein Jahr älter bin, als ich G9 wählen dürfte, weil mit 2003er Jahrgang darf man halt G9 wählen in der Klasse bei uns. Und das ist bei mir nicht der Fall, deswegen bin ich RIP. So, die campen zu zweit am Bett. Ich weiß nicht, wo bist du? Okay, du bist ja nicht da. Ja, da gehe ich drauf. Oder ich. Nee, ich camp drüber. Campst du, yo? Nee, ich gehe drauf. So. Ich glaube, ich kann die einbauen, das passt schon. Ja, ja. Hab die eingebaut, perfekt. So, Grüße. Und jetzt noch. Einer ist nach oben, Achtung. Warte, den oben. Abs Bett, ne? Echt? Ja, Digga. So, komm. So, und dann würde ich auch sagen, was ist das mit der Runde? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auch ein Like da, schaut beim lieben Z-Hype vorbei. Das war ja länger jetzt nicht wieder der Fall, dass ich das gesagt habe. Sag noch was und dann würde ich sagen, tschüss. So, oh, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Bleibt ein Konto nicht vergessen, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ciao. Ciao. Ciao.